weiter mit dem Spiel Rot-Weiß Erfurt gegen Arminia Bielefeld. Und da treffen sozusagen zwei Welten aufeinander. Rot-Weiß Erfurt ist Tabellenletzter, hat erst einen einzigen Punkt. Bielefeld dagegen steht auf Platz 3 in der Tabelle und ist noch ungeschlagen. Und das gilt im Übrigen auch für den DFB-Pokal. Da gab es letzte Woche einen großartigen Sieg, und zwar gegen den Lokalrivalen, den SC Paderborn. Also im Moment macht Fußball in Bielefeld richtig Spaß, Marc Schlömer. Und nicht nur das, er ist außerdem lukrativ. Denn tatsächlich ist für die Spieler von Arminias Trainer Stefan Krämer jeder Punkt wichtig. In der Tabelle und auch auf dem Bankkonto. Bielefeld-Spieler bekommen nämlich alle eher niedrige Grundgehälter. Pro Punktgewinn kann es für manche angeblich dann aber bis zu 900 Euro zusätzlich und damit einen großartigen Tagessatz geben. Heute in Erfurt die Arminia in Schwarz-Weiß-Blau in den ersten Minuten noch nicht ganz bei der Sache. Erfurt, der Tabellenletzte, eine Mannschaft mit sichtlich schlechtem Gewissen, muss was tun. Gesucht wird der wichtigste Stürmer, das ist Smail Morabit. Aber was macht er denn da? Dritte Minute, Smail Morabit, Kaiserslautern und auch der SC Paderborn möchten ihn eventuell noch im August verpflichten. Vielleicht ist er auch deshalb hier ein wenig durcheinander. Bielefeld ist seit 3 Monaten in Pflicht- und in Testspielen ungeschlagen. Das Selbstbewusstsein ist groß und wird nun gezeigt von Tom Schütz. Das ist ein klasse Zuspiel für Stefan Salger. Stefan Salger, die Führung für die Arminia. Super Ball, sagt Stefan Krämer. Gemeint ist der Pass von Schütz. Gut gelaufen, aber auch von Salger. Als Linksverteidiger beim 1. FC Köln ausgebildet, aus dem linken Mittelfeld kommt er heute. Völlig unnötig allerdings, dass Erfurts Keeper Markus Rickert da so rauskommt. Das Tor passt Bielefeld perfekt ins Programm. Die Arminia kann den Gegner nun kommen lassen. Bereits die 40. Minute. Möwald und wieder Morabit. Platins. Patrick Platins bis dahin noch völlig beschäftigungslos. Aus den ersten 5 Spielen hat Erfurt nur einen einzigen Punkt geholt. Und trotzdem wird Trainer Stefan Emmerling von der Vereinsführung zumindest öffentlich nicht in Frage gestellt. Die zweite Hälfte, die Arminia nun konzentriert auf Konter. Und ab geht's da mit Tim Jerath. Und Fabian Klos macht mit. Mit 5 Treffern ist er Bielefelds bester Torschütze. Klos gegen Drexler. 47. Minute, Klos gegen Rickert. Und das war dann zu schwierig für Fabian Klos, der von seinem Trainer übrigens nicht an seinen Toren gemessen wird, sondern an seiner Gesamtarbeit. Und Klos auch heute wieder mit einer hohen Laufleistung. Erfurt hatte vor 3 Monaten noch um den Aufstieg mitgespielt. Die Mannschaft hat sich zwar verändert, aber die Spieler haben alle durchaus was drauf. Allen voran Smail Morabit, der ist richtig gut. Das ist richtig stark, aber Öztürk kann damit nichts anfangen. Erfurt hat bislang nur 2 Tore erzielt und 1 davon war auch noch ein Elfmeter. Stefan Krämer wünscht sich von seiner Mannschaft, dass sie auch diese Partie heute wie ein Pokalspiel angeht. Kämpfen bis zum Abpfiff. Erfurt steigert sich dann etwas. Wenn es schnell wird, wenn flach gespielt wird, bekommt Bielefeld Probleme. Pfingsten Reddig. Und jetzt die Chance für Drexler. Gute Stunde vorbei. Bielefeld jetzt richtig ernsthaft in Bedrängnis, aber Dominik Drexler ist offensichtlich nicht der Erfinder des Toreschießens. Nach vorne ist das weiterhin eine sehr gelungene Veranstaltung für die Arminia. Bielefeld hat die Kontrolle. Pascal Teströd hat Platz. Teströd gegen Möckel. So einfach geht das. 0-2. Pascal Teströd, 5 Minuten vorher für Klos gebracht, vor der Saison aus Offenbach geholt. Teströds Gegenspieler ist Jens Möckel, 190 cm groß, aber der bewegt sich so, als sei er auch 190 kg schwer. 2-0 in Erfurt in Führung, die Arminia hat alles im Griff. Und der Rest ist ein besseres Auslaufen. Patrick Schönfeld. Und der eingewechselte Philipp Riese, setzt er noch einen drauf? Nein. Es bleibt beim 2-0 für Bielefeld. Die Arminia gewinnt, sie hat noch kein Saisonziel benannt, hat aber auf jeden Fall eine erfolgreiche Einstellung. Wenn wir die behalten, haben wir auch die Möglichkeit, weiter Punkte zu holen. Wenn wir jetzt anfangen hochzurechnen und umzuspinnen, dann ist das der erste Weg wieder nach unten. Oben ist Bielefeld jetzt. So weit oben wie lange nicht mehr. Und für die Spieler gibt es auch heute also eine lukrative Punktprämie.
Ja, bei der Arminia gibt es einfach nichts zu meckern im Moment. Es war der zweite Auswärtssieg und jetzt sind sie